Prinzessin willkommen. Jedermann hatte ein frohes Gesicht und ein warmes Herz. Sie feierten ein großes Fest. Sie tanzten und sangen. Ich wünschte, du hättest auch dabei sein können. Aber wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ende der Geschichte. Ach, Heidi, wie ich mich für dich freue. Du kannst lesen. Herzlichen Glückwunsch, meine Kleine. Oh, vielen Dank, Großmama. Mit dir ist es mir so leicht gefallen. Du warst aber auch sehr fleißig. Ja, ich kann lesen, ich kann lesen, ich kann lesen. Meinst du, Clara ist schon wach? Kann ich zu ihr? Ich muss es ihr unbedingt erzählen. Hm? Was hältst du davon, wenn wir sie beim Frühstück damit überraschen? Das wäre doch lustig. Verehrte Dete, wir kennen uns schon seit vielen Jahren. Oh, einfach fürchterlich. Nein. Dete, seit wir uns beide kennen, hat sich mein Leben verändert. Ja. Ich bin nicht mehr derselbe. Alles ist anders. Sebastian! Oh, hallo, Dete. So ein Schreck. Das Frühstück muss serviert werden. Was machst du denn da? Oh, das... Ich schreibe nur die Einkaufsliste. Frau Sesemann hat mich heute Morgen um verschiedene Dinge gebeten. Oh, tatsächlich. Tja, ich sollte besser Clara zum Frühstück holen. Es ist schon recht spät. Verzeihung. Vielen Dank, Dete. Danke. Der Forscher Henry Morton Dunley besucht Frankfurt, um über Afrika zu berichten. Ja, das habe ich heute Morgen in der Zeitung gelesen. Ja, was hast du gesagt, Adelheid? Der Forscher Henry Morton Dunley besucht Frankfurt, um über Afrika zu berichten. Oh, Heidi, du kannst lesen. Ja, das kann sie. Heidi, ich bin so stolz auf dich. Grundgütige Adelheid. Dazu kann ich wirklich nur eins sagen. Gratulation. Danke, Fräulein. Ich bin sicher, Herr Sesemann wird sich sehr über diese Neuigkeit freuen. Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Frau Sesemann, ich hätte nicht gedacht, dass so etwas möglich ist. Vielen Dank, Fräulein Rottenmeier. Großmama ist die beste Lehrerin auf der ganzen Welt. Meint ihr nicht, wir sollten das feiern? Ja!